Hi und herzlich willkommen zu einem der schönsten Geometrierätsel überhaupt auf meinem kleinen Mathe-Kanal, wenn nicht vielleicht sogar zum allerschönsten Geometrierätsel überhaupt. Das Auge, würde ich sagen, rechnet hier ja auf jeden Fall mit. Dieses Rätsel finde ich so cool, dass es es geschafft hat, in mein nagelneues Geometrierätsel-PDF zu kommen, das ihr bei mir mittlerweile im Shop finden könnt. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Schaut mal rein, wenn ihr Rätsel mögt. Das hier hat es wirklich in sich, denn wir haben gefühlt überhaupt keine Angaben, außer, das sage ich euch jetzt, dass diese ganzen Figürchen hier natürlich alle perfekte Quadrate sind und dass unsere schönen bunten Strahlen alle da unten bei dieser kleinen Ecke zu einem Punkt zusammenlaufen. Mit Hilfe dieser Info weiß man dann mit ein bisschen logischem Argumentieren, welcher Anteil dieser fünf Quadrate als Figur zusammen betrachtet bunt gefärbt ist. Probiert's einfach mal aus, euch selbst zu erschließen. Man hat ja vielleicht so eine Intuition, aber wir wollen nicht raten, wir wollen wirklich argumentativ korrekt mathematisch begründen. Und dafür braucht man ein bisschen Wissen über Dreiecke. Nämlich erstmal die Dreiecksflächenformel, die lautet 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Und wenn wir uns jetzt beispielhaft mal dieses blaue Quadrat rausnehmen, dann wäre da eine mögliche Wahl der Grundseite, zum Beispiel das hier als G, die Grundseite, und dann, bisschen tricky, die Höhe, die wird immer gemessen, senkrecht auf die Grundseite, und dann schaut man einfach, welchen Abstand hat meine Grundseite G zur Spitze vom Dreieck, und zwar eben, wie gesagt, senkrecht gemessen. Also hier würden wir die Höhe auf die Grundseite G eingezeichnet sehen. Tja, wir haben aber jetzt weder die Grundseite noch die Höhe gegeben und deshalb können wir uns überlegen und das Ganze auch so ein bisschen geometrisch begleiten, dass wir dieses Dreieck nochmal betrachten, hier unten. Und um uns das Ganze besser vorstellen zu können, drehen wir das einfach mal. Dann ist das mehr so ein typisches Dreieck, wo die Grundseite auch wirklich auf dem Grund sozusagen steht, auf dem Boden. Das wäre unser G. Und dann können wir uns einzeichnen, wie ich schon gesagt habe, senkrecht, also im rechten Winkel auf die Grundseite nach oben, eine Linie, die dann bündig mit der Spitze wird, sodass man echt den senkrechten Abstand zwischen unserer Spitze und unserem Grundseitenstückchen als Höhe h messen kann. Und diese Höhe h, die ändert sich jetzt nicht, wenn ich diese Position der Spitze verändere. Ich kann diese Spitze auf dieser ganzen gestrichelten Linie hin und her schieben. Die Höhe wird immer gleich bleiben und solange ich da unten die pinke Linie nicht verändere, bleibt auch die Grundseite gleich. Das bedeutet, wenn ich weiter meine Idee spinne, dass ich mir auch die Höhe so verlegen kann, dass die Grundseite weiter so ist wie vorher, aber mein Spitzpunkt so liegt, dass ich viel besser die Höhe erkennen kann, indem ich nämlich ein rechtwinkliges Dreieck daraus mache. Und das muss jetzt hier eure Idee sein, denn wenn ihr bei all den schönen bunten Dreiecken extrem clever die Spitzpunkte verschiebt und die Basis beibehaltet, dann passiert was richtig Schönes. Schauen wir es uns an. Da seht ihr wieder das schöne blaue Dreieck von eben. Da haben wir gesagt, wir halten eine Grundseite fest und gucken uns dann die parallele Linie zur Grundseite an. Das war das gestrichelte Graue von eben. Und dann verschieben wir den Spitzpunkt. Egal wohin wir ihn schieben auf dieser Linie, die Fläche vom Dreieck bleibt gleich. Und wir wählen diesen Punkt hier aus. Denn dann, und das seht ihr hier, ist die Höhe perfekt zu einer Seite des Dreiecks geworden. Und ich kann ganz klar sagen, diese Fläche von meinem blauen Dreieck nimmt perfekt
die Hälfte vom ersten Quadrat ein. Bei dem lilanen Dreieck muss ich gar nicht mehr viel machen. Das ist schon perfekt die Hälfte vom zweiten Quadrat. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, worauf es hinausläuft. Unser rotes Dreieck, das hier, da nehmen wir fix diese Seite als Grundseite G und können dann auf dieser Linie den Spitzpunkt verändern und wir legen ihn extrem clever ungefähr hierhin. Warum? Weil wir dann die Linie hier waagerecht verlängern können und dann seht ihr, perfekt, auch dieses kleine rote Dreieck nimmt die Hälfte ein, nicht von einem Quadrat, aber von einem Rechteck. Genauso gehen wir dann vor mit dem orangenen schmalen Dreieck hier und dem gelben da unten und dann seht ihr, perfekt, perfekt, die Figur ist zwar nicht mehr so schön strahlenförmig wie vorher, aber wir sehen, dass wir die 5 Quadrate umstrukturiert haben in 3 langgezogene Rechtecke und 2 Quadrate und dass immer exakt die Hälfte an Fläche davon gefärbt ist. Sodass natürlich in Summe auch die Hälfte der ganzen Figur bunt gefärbt sein muss. Und das ist die Lösung des Rätsels. Für mehr solche Rätsel schaut mal im Shop vorbei in das Rätsel-PDF. Habe ich mit viel Mühe, Liebe und Herzblut selbst gebastelt. Und für andere Geometrierätsel, da empfehle ich euch diese Playlist. Ganz viel Spaß dabei und bis bald. Ciao.